So, grüß euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Digimon Survive mit Bienen Puxel. So, wir befinden uns hier im Hauptmenü, weil ich in der neuen Aufnahme-Session bin. Und ich muss gleich zwei Sachen sagen. Erstens, vor zwei Folgen ist unser lieber Ryo verstorben. Und irgendwie habe ich jetzt so meine Zweifel, dass der doch wieder zurückkommt. Also, dass er wirklich tot ist, weil immerhin fehlt er hier schon im Hauptmenü. Da saß er normalerweise so unten im Eck hier. Das ist etwas, was ich eigentlich von Digimon nicht so gewohnt bin, dass die Charaktere einfach so einen Löffel abgeben. Also gut, ich kenne es ja von der Serie aus, dass die Digimon halt ab und zu mal sterben. Mein berühmte waren ja Angemon oder Barmon, Wizardmon, Iximon. Man kennt sie ja alle. Aber dass die Kinder sterben, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, streng genommen ist es ja kein Digimon. So, das Zweite, was ich sagen wollte. Erstmal tue ich hier meinen Cursor weg. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist jetzt, wie ich jetzt weitermache. Die traurige Musik im Hintergrund, die passt überhaupt nicht, ich lade mich schnell rein. So, nämlich ganz einfach, ich habe ja darum gebeten, dass ihr einen Kommentar reinschreibt, ob ich das Spiel jetzt weiterspielen soll oder nicht. Ich habe mir jetzt dazu entschieden, dass ich jetzt noch diesen Teil hier, also wir sind jetzt gerade in Teil 4, dass ich diesen Teil hier auf jeden Fall noch durchspiele, bis wir Teil 5 erreichen und dann werde ich den Cut setzen. Außer ihr schreibt, wie gesagt, mach weiter, mach mehr, dann mache ich gern weiter, ohne Probleme, kein Problem. So habt ihr ein bisschen mehr Zeit, was zu schreiben. Ja. Ich werde es dann vielleicht sogar als drittes Projekt vielleicht dann laufen lassen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ich meine, ich so überlegt, ob ich das vielleicht als Notfallprojekt machen lasse. Aber dann müsste ich theoretisch das doch für den Fall, dass Leute schon schreiben, die restlichen Folgen noch aufnehmen. Das weiß ich, wie gesagt, noch nicht, wie ich es mache. Müsste mal gucken. Dann kommt bald so ein Angelsimulator raus, den ich noch machen wollte. Vielleicht herrscht danach ein bisschen Zeit. Ja, eine Woche drauf. Na gut, egal. Das ist organisatorischer Seite. Das braucht euch nicht zu, ja, nicht zu interessieren, wollte ich gerade sagen, weil es klingt irgendwie falsch. Müsst ihr nicht drauf reagieren. Das ist ja im Grunde genommen meine Sorge hier. Dieses, ihr wisst, was ich meine. So, okay. Also wir haben noch zweimal, Möglichkeit, mit jemandem zu reden. Und mit wem wollen wir denn reden? Ich wollte gerade sagen, wo ist Aioi? Aioi. Übrigens wieder wichtige Sache. Dadurch, dass eine neue Session entstanden ist, kann ich keine Garantie geben, dass die Stimmen wieder alle passen. Ich werde mein Bestes geben. So. Schauen wir mal, ob Mino was hat. Vielleicht möchte er reden. Er sieht zumindest traurig aus. Aber er wird keinen Punkt verbraucht. Aber für Falcomon wird ein Punkt verbraucht. Oh, Takuma, perfektes Timing. Stimmt das nicht, Falcomon? Es geht um Kunemon. Wie du weißt, konnte er nicht mit euch Menschen kommunizieren. Ja, scheinbar fiel es ihm schwer, richtig zu kommunizieren. Wir haben zumindest oft genug mit ihm geredet. Hab's wenigstens probiert. Wäre Kunemon das wichtiger gewesen und wäre er zu Ryo durchgedrungen. Hätte das alles ein anderes Ende nehmen können, glaube ich. Ja, du hast vermutlich recht. Aber dennoch hat Kunemon auf seine Weise sein Bestes versucht. Er wollte... Warte mal, es war gar nicht die Stimme von ihm, oder? Er wollte mit Taten statt Worten kommunizieren. Hat er das? Ja, Kunemon hat Ausrüstung für Ryo bereitgestellt. Das ist das Ergebnis seiner Arbeit. Und was ist das? Ganz ehrlich, was hältst du von diesem Ausrüstungsgegenstand? Was ich davon halte? Ich weiß ja nicht mal, was das sein soll. Der Titel stand nicht drunter. Aber Kunemon hat bestimmt schwer für Ryo geschuftet. Ja, der arme Kerl. Ich hätte zu gern seine Digitation gesehen. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie... Vielleicht kommt er ja doch wieder zurück. Ich weiß es halt nicht. Und die wollen jetzt einfach nur das so hinstellen. Weil, wie gesagt, im Handy... Hier im Handy ist er noch drin. Der war gut, der Professor. Wir haben seine Leiche nicht gefunden. Keine Ahnung, vielleicht kommt er wieder. Ich bin optimistisch dementsprechend, sage ich mal. Aber Kunemon hat bestimmt schwer dafür geschuftet. Ich würde Falcomon ja gern sagen, dass das gute Arbeit ist.
Aber ich soll ja ehrlich sein. Das ist ja schrecklich. Das sieht hochwertig aus. Ich hab keine Ahnung. Wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Dann warten wir besser nochmal mit meinem Urteil. Eins kann ich allerdings sagen. Ja, und das wäre? Es erinnert mich an Kunemon und deshalb ist es sehr hochwertig. Ich verstehe. In diesem Fall überlasse ich es dir. Wirklich? Bist du sicher? Das war nur ein Prototyp und ich habe für so ein Ding keine Verwendung. Du sollst es haben. Anti-Lemos-Kristall. Bitte entschuldige, dass ich dich damit belästigt habe, Takuma. Du hast mir kein bisschen damit belästigt. Okay, wir haben noch einen Zug übrig. Ach Mist, das war der falsche Knopf. Ich wollte noch gucken, ob ich mit Nioro hätten können. Ich weiß ja nicht, wie wir alle schon geredet haben. Ich rede mal mit Lobmon, wenn es geht. Ist das Lobmon? Vielleicht sollte ich etwas zu ihm sagen. Ach, ist denn er? Du und Agumon versteht euch so toll, Takuma. Ich bin neidisch. Das war alles? Wahrscheinlich sind mittlerweile alle in der Cafeteria. Ich sollte zurückgehen. Seid gegrüßt, meine Freunde. Oh gut, ihr seid alle da. Tja, wie können wir da Nein sagen? Du scheinst ja verzweifelt zu sein. Musst du gerade sagen. Ist gerade eben was und noch das totale Nervenbündel. Hey, du wolltest das doch nicht aussprechen. Minoru hat vorhin ziemlich aufgebracht. Anscheinend geht es ihm jetzt besser. Von den anderen ganz zu schweigen. Tut mir leid, dass du dir Sorgen um mich machen musst. Jetzt geht's mir besser. Ja, du bist wieder auf dem Dampfer. Gut, ich bin so froh. Das lag bestimmt an dir, Takuma. Warum, Yoko, danke, dass ihr auch da seid. Kein Problem. Klar. Also, Mios Rettung. Ich möchte erst mal kurz was sagen. Ich wollte euch da eigentlich nicht mit reinziehen, aber danke. Wow. Habt ihr das gehört? Ich glaube, Kaito hat gerade sowas wie Anerkennung gezeigt. Minoru, Sarkasmus bringt uns nicht weiter. Genau, Kaito war einfach nur aufrichtig. Kein Grund, über ihn lustig zu machen. Minoru kann man auch nicht ernst nehmen, oder? Was? Kapiert ihr ihn gar nicht? Ich versuche nur die Stimmung zu heben. Ja, und alle sind gerade ziemlich mitgenommen. Obwohl Minoru manchmal zu weit gehen kann. Hör mal, Kaito, du musst nicht glauben, dass du uns da irgendwie mit reinziehst. Ja, wir wollen Mio sowieso retten. Eigentlich mussten wir uns sogar bei dir entschuldigen. Wir mussten, dass Mio suchen wolltest. Tut uns leid, dass es so lange gedauert hat. Nein, schon okay. Nachdem was gestern passiert ist, verstehe ich das. Also, helft ihr mir? Claro. Hey. Hey. Nicht so schnell. Ich spreche das in dieser Situation nur ungern aus, aber meint ihr das wirklich ernst? Shuchi. Was soll das denn heißen? Genau das, wonach es klingt. Du weißt, wie gefährlich das da draußen ist. Du hast die Monster gesehen. Den Nebel. Wer sagt, dass Mio nicht schon das gleiche Schicksal wie Ryo widerfahren ist? Shuchi, wie kannst du sowas sagen? Ich versuche nur objektiv zu sein. Du sagst also, Mio wäre objektiv gewesen, schon verloren? Objektiv gesehen schon verloren, meinte ich natürlich. Ich habe mir ein bisschen versprochen, weil ich nicht so gut in Lesen bin. Verdammte das schneiden wir raus. Wie kannst du es wagen? Kein Grund, so aggressiv zu sein. Geht übrigens gerade die Sonne unter? Vom Lichtschein her irgendwie. Vergiss nicht, dass hier kleine Kinder sind. Ich habe keine Angst. 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 Tut mir leid. Aber was du sagst, ist genau das, was ich nicht akzeptieren werde. Ich trage nur meine Verantwortung für die Leben aller hier. Ich bin Anführer. Ich muss alles abwägen und die vernünftigste Entscheidung treffen.
Du suchst auch nur noch eine Ausrede, damit man nicht sieht, wie du feige bist. Kaito, hör auf, es reicht. Ich bin kein Feigling. Vielleicht erkennt das ein Hitzkopf wie du nicht, aber ich trage Verantwortung. Juchi, bitte, du sollst auch aufhören. Halt die Klappe, ich will von dir nichts mehr hören, Alter. Juchi, bitte versuch ihn nicht so reinzusteigern. Kaito trägt auch Verantwortung, er ist Mios großer Bruder, deshalb ist er so verzweifelt. Daran hatte ich nicht gedacht. Als ob ein rücksichtsloser Feigling wie du verstehen könntest, wie ich mich fühle. Du hast keine Ahnung, wie viel Verantwortung man als großer Bruder trägt. Jetzt nennst du mich noch unverantwortlich. So weitergeht, werden wir nie irgendwas schaffen. Ich mag das nicht, wenn sich alle so streiten. Ich auch nicht. Ich muss diesen Streit beenden, bevor er sich in die Ewigkeit hinzieht. Aber wie? Soll ich mich auf Kaitos Seite stellen oder Shuchis Meinung respektieren? Oder versuchen, mir von den anderen helfen zu lassen? So hätte auf Kaito und Shuchi. Hilfe erhalten. Ja. Hey Minoru, sag was. Was? Ich? Was haltet ihr von einer Abstimmung? Eine Abstimmung? Ich weiß nicht, wo immerhin stehen hier Menschenleben auf dem Spiel. Das war nur Spaß. Minoru. Keine Ahnung, was ich machen soll. Warum teilen wir uns nicht auf? Eine Gruppe sucht und die andere bleibt hier. Das gefällt mir nicht. Wenn wir nach Mio suchen, sollten wir alle gehen. Du lehnst jede meiner Ideen ab. Warum hast du mich denn überhaupt gefragt, Takuma? Tut mir leid, ich war selbst verzweifelt. Vergesst es, ich weiß, ich habe euch um Hilfe gebeten, aber das ist den Ärger nicht wert. Bis dann, ich verschwinde. Jetzt hau nicht ganz alleine ab. Nur aus dem Weg. Shuchi, Kaito, es reicht jetzt. Ja? Aoi? Ja, das war ziemlich beeindruckend. Warum werde ich hier nur an der Seite gezeigt und nicht... ich wusste gar nicht, dass Aoi so laut werden kann. Oh, da hätte ich ein bisschen schreien sollen. Was bringt es, wenn ihr zwei euch streitet? Wir vergeuden unsere Zeit. Du hilfst es der Mios Rettung, wenn du dich mit Shuchi streitest? Nein, aber... Shuchi, du erzählst ständig, wie gefährlich das hier ist, aber du wirst uns ewig hier... Aber willst du ewig hier bleiben? Habe ich nicht gesagt. Klar, wir müssen Mio retten. Einen Weg nach Hause müssen wir auch finden. Wenigstens denke ich das. Warum ist Aoi plötzlich so schweigsam? Sie war schon fast auf 180, wurde dann aber wohl ein bisschen unsicher. Du musst dich nicht schämen, Aoi. Das war gerade unglaublich. Oh, tut mir leid. Ich wollte mich da nicht so reinsteigern. Nein, Aoi, du hast recht. Es tut mir leid. Mir auch, tut mir leid, was ich ausgeflippt bin. Na, dann sind wir alle ja einer Meinung. Wir retten Miu. Minoru, wer hat gesagt, dass du das letzte Wort hast? Was? Irgendwer musste es doch sagen, oder? Also gehen wir. Ich glaube, gestern hatten wir beschlossen, im Vergnügungspark nachzusehen. Genau. Tentomon meinte, nachdem Mio vor Arokenimon geflohen war, wäre sie dorthin unterwegs gewesen. Tentomon hat doch gesagt, das wäre der leuchtende Ort, oder? Der leuchtende Ort? Das klingt aber schön. Können wir uns denn sicher sein, dass wir dorthin gegangen sind? Ich glaube, ich muss mir für die drei eine andere Stimme aussuchen. Ganz kurz überlegen. Ich könnte mir ihn auch so einen Akzent geben. Ich glaube, der... Daran habe ich keinen Zweifel. Sie fand Vergnügungspark schon immer gut. Wenn sie also mitbekommen hätte, dass es einen gibt, wäre sie direkt hingegangen. Und an den leuchtenden Ort, wo dieser riesige Ring
Der sah ziemlich cool aus. Außerdem weiß jeder, dass Kinder verrückt nach Vergnügungspark sind. Ihr mögt es bestimmt auch, oder, Haru? Miyoko? Ah, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Was? Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Sie wissen es nicht? Heißt das, Sie waren noch nie in einem Vergnügungspark? Na nee, gut, das ist Japan halt. mal überlegen. Lieber ein bisschen höher ansitzen, ein bisschen tiefer. Kräftig schnell, langsam. Klingt, als wäre sie wahrscheinlich im Vergnügungspark. Das klingt blöd. Entschuldigung. Ich weiß, ich habe Ihnen halt immer so eine hochnäsige Stimme so gegeben. So, klingt, als wäre sie wahrscheinlich im Vergnügungspark. Wir sollten lieber los. Keine Ahnung. Bis dann, Leute. Viel Glück. Oh nein, von wegen. Ihr beide kommt natürlich mit. Schon wieder? Warum? Weil wir euch nicht allein lassen können. Wenn ein Monster draußen Kinder entführt, dann stimmt doch, oder habe ich recht? Ja, von mir hast du keinen Einwand. Von mir auch nicht. Okay. Aber ihr müsst mich tragen, ja. Aber kennen wir überhaupt den Weg zum Vergnügungspark? Ich brauche eine stark herausfordernd vielleicht. Wollend, selbstsicher. Wir haben ihn gestern am Funkturm ausgesehen. Wird kein Problem, ihn zu finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sein Weg durch den Wald in die Richtung führt. Da bin ich mir absolut sicher. Ich kann ja fliegen, behaupte ich mal. Außerdem kann ich nicht X drücken. Jetzt kann ich X drücken. Genau. Also müssen wir durch den Wald. Ich gehe voraus. Bleib dicht hinter mir. Warum seufzt er denn? Da fällt mir was ein. Gestern hat er sich irgendwie komisch verhalten. Ey, Haru. Was? Wegen gestern. Was genau ist da passiert? Miyoko ist immer irgendwie seltsam, aber Haru wirkt manchmal einfach nur komisch. Er sagt plötzlich irgendwas Reifes oder verhält sich, als hätte er Dinge durchschaut. Na, ich weiß nicht genau, tut mir leid. Okay, entschuldige die Störung. Ist ihm das nicht bewusst? Hey, Takuma. Warum Miyoko machen? Macht hin, sonst bleibt ihr hier. Oh ja, warte. Na los, ihr zwei, wir müssen uns beeilen. Miyoko, gehen wir. Los. Mann. Und schon sind wir wieder im Wald. Es fühlt sich an, als wären wir schon ewig unterwegs. Und wir sind immer noch nicht da. Auf den Turm sah der Weg gestern viel kürzer aus. Dann stand ich da, aber ich habe es trotzdem so gelesen. Ja, wissen wir überhaupt, dass das der richtige Weg ist? Meinst du, ich weiß nicht, wohin ich gehe? Ich habe da so ein Gespür. Hey, ich gebe dir nicht keine Schuld. Ich sag nur, dass wir uns verlaufen haben könnten. Im Wald ist es schwierig, die Orientierung zu behalten. Das war der Falsche. Soll ich mal sehen, ob ich aus einem Soll ich mal sehen, ob es einen anderen Weg gibt? Wenn du dich verläufst, stecken wir in doppelten Schwierigkeiten. Oh, ja. Puh, das wird mir zu viel. So langsam bin ich erschöpft. Saki, alles in Ordnung? Sollen wir anhalten und uns ausruhen? Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Wir müssen weiter. Ja, bei dem Tempo geht die Sonne unter, bevor wir aus dem Wald raus sind. Und dann wird's richtig dunkel. Tut mir leid, aber meine Schwester und ich können nicht so schnell gehen. Tut mir leid. Nicht deine Schuld, ich glaube, wir sind alle ein bisschen erschöpft. Das kannst du laut sagen, Kaito. Dragmon, sei ein bisschen rücksichtsvoller. Oh, tut mir leid. Tja, wir müssen in Bewegung bleiben, oder? Na, guck mal, bist du sicher, dass wir so weitermachen sollen? Darüber mache ich mir langsam Sorgen.
Sollen wir so weitermachen oder versuchen, einen anderen Weg zu finden? Oder kehren wir einfach um? Umkehren ist keine Option. Einen anderen Weg finden. Weitermachen. Das Problem ist halt, wir können keinen anderen Weg finden, wenn wir nicht mal wissen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Andererseits sind wir hier, ich kann mich leider nicht umsehen, andererseits sind wir hier mitten im Wald. Aber wir sind mutig und gehen mit einen guten Schritt voran. Shuchi und Kaito haben recht, wir sollten einfach weitergehen. Umzukehren wäre gefährlich und bei einer Pause können wir uns nicht richtig ausruhen. Ja, das stimmt wohl. Aber könntet ihr wenigstens ein bisschen langsamer gehen? Klar, wir werden versuchen, rücksichtsvoller zu sein. Hey, wenn wir hier rumstehen und diskutieren, erschöpft uns das noch mehr. Wir sollten weitergehen, aber langsamer. Und da dreht er sich um und verschwindet plötzlich. Ja klar, wie du meinst. Ja klar, wie du meinst, Boss. Wie auch immer, er sieht verärgert aus. Bring ihn nicht zu sehr gegen dich auf. Ja, ja. Tja, endlich haben wir es aus dem Wald geschafft, aber... Na wunderbar, immer noch weit und breit kein Vergnügungspark. Ich glaube, dass wir schon mal hier waren, oder? Ob es hier wohl schöne Sachen gibt? Ich glaube nicht, dass wir hier schon mal hier waren, Entschuldigung. Okay, ich glaube nicht, dass ich das noch länger durchhalte. Saki, du siehst gar nicht gut aus. Halt dich einmal fest, Saki. Ich glaube, wir sollten vielleicht lieber eine Pause einlegen. Ja, ja. Da wir noch einen weiteren Weg vor uns haben, scheint eine Rast unvermeidlich. Versuch das mal den beiden zu sagen. Shuchi und Kaito gehen weiter, ohne irgendwie langsamer zu werden. Was Kaito in Eile ist, kann ich verstehen, aber warum Shuchi? Shuchi, mir tun die Beine weh. Halt einfach den Mund und geh weiter. Shuchi, du musst nicht immer so scharf sein. Ja, sie hat recht. Außerdem sind wir alle ziemlich durch den Wind. Ich hatte vor, erst im Vergnügungspark eine Pause einzulegen. Aber vielleicht... Ich denke, das wäre sogar Shuchi in Schwanken geraten. Sollen wir anhalten oder weitergehen? Ich würde mich gerne umsehen. Machen wir eine Pause. Ja, ich glaube, wir sollten anhalten und uns ausruhen. Das wäre vielleicht am besten. Ich hätte nicht erwartet, das aus deinem Mund zu hören, Kaito. Tja, guck mal da drüben. Miyoko schläft mit offenen Augen. Miyoko, bist du eingeschlafen? Ja, sie ist vollkommen platt. Dagegen kann man wohl nichts sagen. Gut, in Ordnung, machen wir eine Pause. Und zum Glück ist von dem Nebel weit und breit nichts zu sehen. Ja, ich spüre in der Nähe nichts Fürchteinflößendes. Und keine Einwände, Kaito? Nee. Warte, ich bin so erschöpft. Saki, alles in Ordnung? Miyoko, Haru, könntet ihr euch auch bei uns ausruhen? La. Oh, hat sie das aufgeweckt? Nee, ich glaube, sie ist einfach nur mit geschlossenen Augen gegangen. Wir haben sie wohl ziemlich erschöpft. Das war vielleicht eine anstrengende Reise für zwei junge Kinder. Vielleicht hätten wir auch nicht zurücklassen können. Aber wir hätten sie auch nicht zurücklassen können. Apropos anstrengend, wir machen noch jemand anderes Sorgen. Du meinst Lopmon? Oh, tut mir leid, Shuchi. Also ich habe euch wieder ausgebremst. Halt den Mund und ruh dich aus. Wir halten erst am Park wieder an. Okay. Warum trägt er sie nicht einfach? Oder ihn? Denkt er, als hätte er es bis zum Vergnügungspark nicht unbedingt leicht. Aber ich ruhe mich lieber aus. Kann er die nicht tragen? Der wiegt doch keine 100 Tonnen. Ich weiß, dass sie eine Pause machen, aber vielleicht sollte ich mit ihnen reden.
Wo ist das Sorgenkind? Da hinten versteckt sich's. Aber ich kann mit denen nicht reden. Und mit keinem Digimon kann ich reden. So. Von links nach rechts. Aui. Hey, Takuma. Ich wollte dir dafür danken, was du heute Morgen getan hast. Hm? Ich kann mir nichts Besonderes erinnern. Ist aber so. Saki, Labamon und du wollten mich aufmuntern. Erinnerst du dich? Aber ich habe immer wieder geweint. Es war ehrlich gesagt etwas peinlich. Schon gut. Ich habe mich heute Morgen auch ziemlich schlecht gefühlt. Ich wollte mich auf das konzentrieren, was erledigt werden muss. Verstehe. Und jetzt ist unsere oberste Priorität, Mew zu finden. Ja. Eins frage ich mich aber. Tentomon sagte gestern, Mew wäre zu den leuchtenden Ort gerannt. Sind wir wirklich sicher, dass sie zum Vergnügungspark unterwegs ist? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wieso nicht? Naja, manchmal reden Labramon und die anderen in ihrer eigenen Sprache. Das macht mir Sorgen. Stimmt, manchmal sagt Agumon Sachen, die ich überhaupt nicht kapiere. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist. Wir haben ein Riesenrad ja gesehen. Ja, ja, aber haben wir... Du hast recht. Ich habe vermutlich zu viel reininterpretiert. Ich kann mich gar nicht erinnern, hat es geleuchtet eigentlich? Okay, Shuchi, was hast du zu sagen? Was hast du zu sagen? Oh, hey Takuma, stimmt was nicht? Ich dachte, vielleicht solltest du jetzt ein bisschen Zeit mit Labramon verbringen. Das ist nicht nötig. Aber seine Beine schmerzen ihm wohl sehr. Mach dir jetzt denn keine Sorgen? Seine dummen kleinen Beine tun ihm weh. Und? Er ist ein Monster. Er wird es überleben. Sei doch nicht so fies. Das blöde Vieh ist doch eh nur eine Last. Er kann überhaupt nichts Nützliches wie Agumon oder Falcomon. Warum bekomme ich so ein lahmes Monster? Das ist nicht fair. Ich glaube, will Shuchi noch mehr Zeit brauchen, bis er sich Labramon öffnen kann. Ich habe Labramon, glaube ich, schon mal kämpfen lassen. Bin mir gerade nicht sicher. Hey, was glaubst du, dass... Was glaubst du, sollte das mit Arokinimon gestern? Naja, sie hat uns Opfer genannt und ist uns offensichtlich feindlich gesinnt. Ich frage mich, warum. Gute Frage. Und überhaupt, warum stehen Falcomon und die anderen auf unserer Seite? Scheinbar sind uns einige der Monster wie Agumon und Falcomon freundlich gesinnt. Andere wie Tentomon helfen uns, wollen aber keine Freundschaft schließen. Und dann haben wir noch einige Feinde. Aber alle sind Monster, schon komisch. Findest du? Es gibt ja auch gute und schlechte Menschen. Ist bestimmt dasselbe wie bei Monstern. In anderen Worten, manche Monster mögen uns, andere nicht. Und manche wollen uns ausnutzen. Manche wollen uns fressen. Wenn du es so ausdrückst, ergibt das wohl Sinn. So, ich denke, das war das Gespräch hier. Okay, lass uns weitergehen. Was? Jetzt schon? Wir haben noch gerade erst angehalten. Es war schon lange genug. Außerdem dürfen wir keine Zeit vergeuden, wenn wir noch einen... Denn wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Kaito hat recht, bei dem Tempo sind wir im Dunkeln noch unterwegs. Und das wollen wir nicht, sonst kommen Vampire und Fledermäuse und die fressen uns. Stimmt. Wir sollten wirklich nicht länger Pause machen. Aber hat sich auch jeder genug ausgeruht? Saki, Miyuko und Lokomon sehen ziemlich erschöpft aus. Ich glaube, am meisten Sorgen mache ich mich um Labramon, der guckt wenigstens auch traurig. Labramon hat gesagt, ihm tun die Beine weh und er hatte Tränen in den Augen, nicht gut. Labramon, fühlen sich deine Beine jetzt besser an? Ja, ich kann wieder problemlos gehen. Shuchi, ich schwöre, diesmal halte ich mit. Das ist aber auch das Mindeste. Ich weiß gar nicht, warum du mir das erzählst. Warum muss Shuchi immer so gemein sein? Das beweist, dass in seinem Herzen nur wenig Platz ist. Labramon sei nicht überstürzt. Genau, das passiert schon. Shuchi ist so anspruchsvoll wie eh und je. Aber wie es aussieht, können wir los. Alle scheinen sich besser zu fühlen, Shuchi. Kaito hat recht, wir sollten los. Ja, wer weiß, was Mio zustoßen könnte, wenn wir zu viel Zeit vergeuden. Das musst du mir nicht zweimal sagen.
Legen wir los, Leute. Kann ich den solchen Lockbone nicht einfach tragen? Ich dachte wirklich, nach diesem Pass würde noch mehr Wald auf uns warten, aber... Wow, Disneyland. Endlich, ich kann den Vergnügungspark sehen. Das hat aber auch ewig gedauert. An diesem Bauwerk hinter den Bäumen ist also ein Vergnügungspark. Das ist das größte Gebäude, das ich je gesehen habe. Hier ist irgendwo da drin. Keine Sorge, Schwester, ich rette dich. Wow, Takuma. Dieses riesige Ring, den ich gestern gesehen habe, ist auch da. Das nennt sich Riesenrad und ich bezweifle, dass er irgendwie nach Hause gegangen ist. Als Feierabend war, ist der Riesenrad nach Hause gegangen. Schaut euch mal diese ganzen bunten Gebäude an. Das ist nicht mal ein Vergnügungspark. Es macht schon Spaß, sich einfach umzusehen. Hey, das ist ein schlechter Zeitpunkt, um sich hinreißen zu lassen. Tut mir leid. Na komm schon. Was ist denn so schlimm daran, dass wir ein bisschen Spaß haben? Minoru, versuch dir vorzustellen, wie Kaito sich jetzt wahrscheinlich fühlt, okay? Halt den Mund, Mio. Ich finde dich so schnell ich kann. Ja, halt durch, Mio. Entschuldigung, ich habe Mio einen Saus im Mund irgendwie. Entschuldigung. Durch, Mio, ich rette dich. Kaito, ich weiß, dass du besorgt bist, aber versuch es unter Kontrolle zu halten, okay? Meinetwegen und unser anderer winken dir. Wenn du dich nur auf eine Sache konzentrierst, könntest du überrumpelt werden. Ich weiß. Dir würde allerdings ein bisschen mehr konzentrieren, Konzentration nicht schaden, Minoru. Das kannst du laut sagen, Minoru. Haro und Miyoko sind mehr bei der Sache als du. Miyoko, wir sind fast da. Sind fast da. Meine Schuld. Egal. Jetzt ist es nicht mehr weit. Und da wir nicht wissen, wer oder was dort drin sein könnte, sollten wir vorsichtig sein. A Dreamland. Boah, das nenne ich ein Vergnügungspark. Bin auch ein bisschen runtergekommen. Verglichen mit der Schule ist hier alles nagelneu. Bin auch ein bisschen runtergekommen. Diese Seilbahn war schon eine Überraschung, aber irgendwas an diesem Ort ist eigenartig. Ehrlich gesagt finde ich es gruselig. Hä? Warum denn? Sind Vergnügungsparks normalerweise unheimlich? Nein, nicht der Vergnügungspark selbst ist gruselig, sondern die Clowns, die da drin rumrennen. Das ist so komisch, ihn so zu sehen. Übrigens, bevor die Frage aufkommt, nein, ich habe keine Angst vor Clowns. Warum soll ich Angst vor Clowns haben? Das ist doch bescheuert. Klar, ein leerer Vergnügungspark, alles total still. Das ist schon unheimlich. Wir könnten auch bei Nacht reingehen, wenn die ganzen Monster alle schlafen. Ich kann auch alleine suchen, wenn ihr nicht rein möchtet. Oh nein, ich bin der Erste, der drin ist. Wird schon schief gehen. Warte, Minoru! Ja, unglaublich. Wir kommen kostenlos rein. Er braucht schon eine Dauerkarte. Unfassbar. Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, mit Bedacht vorzugehen? Ach, jetzt komm schon. Das war doch nichts. Minoru will sich nichts anmerken lassen, aber ich sehe, wie seine Beine schlottern. Ich tue einfach so, als hätte ich es nicht bemerkt. Also, was sollen wir jetzt machen? Wie meinst du das, Aoi? Sind wir nicht hier, um nach Mio zu suchen? Ja, das ist alles, aber die könnte überall in diesem Park sein. Das müssen wir alles komplett absuchen. Klar, aber das ist nicht viel. Aber ist das nicht vielleicht ein bisschen ineffizient? Ganz schön groß hier, teilen wir uns doch auf. Gute Idee, ich begleite Takuma. Wen denn sonst? Dann gehe ich mit Tsuchi.
Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Falls es zum Kampf kommt, wäre das schlecht. Ja, stimmt auch wieder. Wir sollten alle zusammenbleiben. Ich will nicht, dass jemand verschwindet. Als Shuchi heute Morgen so aufgebracht war, wusste ich nicht, was ich erwarten sollte. Aber seit wir hier sind, scheint er viel zuversichtlicher zu sein. Also es beunruhigt mich, wenn Shuchi es schafft, sich an den Riemen zu reißen. Wir kehren alle gemeinsam in unsere Welt zurück. Verstanden? Ja, Shuchi, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das alle verstanden haben. Es wird ewig dauern, aber es ist wohl besser, zusammenzubleiben. Shuchi, mach dir einen auf Aufpasser. Okay, gehen wir rein. Aber wir gehen erst in der nächsten Folge rein. Ich hoffe, das war es jetzt schon. Dass wir mit dem nächsten Satz wirklich reinkommen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie gesagt, wichtig, Kommentar halt eben. Dass ich weitermachen soll oder nicht. Ich weiß nicht, wie lange das Kapitel hier noch dauert. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Digimon Survive wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Wenn ihr einen Like, einen Kommentar, Abo da lasst. Das waren die drei Sachen. Also bis dann. Tschüss.